Herzlich willkommen zu 7 Days to Die Alpha 19 Stable. Ich spiele kurze Tage mit 30 Minuten. Die Zeit rast also. Und noch stehe ich hier zu Hause am heimischen Pool. Ich habe noch nicht viel. Ich habe auch kein richtig abgesichertes Haus. Aber ich habe es geschafft, mir diese Villa zu sichern, die ein Mäuerchen hat, einen Zementmischer. Und ich habe gerade zwei Blumen angepflanzt. So, und ich wollte noch schnell Wasser einsammeln. Und pack das mal hier rein und mach noch einen kurzen Abstecher zum Händler. Auch hier bleiben. Und verkauft ihm diese drei Sachen, dann bin ich die los und habe ein bisschen Geld gemacht. Weil mir fehlt relativ viel Zeug, sage ich mal. Oh, ein Nest. Weil die ersten Tage ziemlich hektisch waren. Es war ganz schön viel Action geboten und, oh, ist es zu früh? Ha, hat mich rausgebeamt. Na klar. Jetzt geht's. Oh, dachte gerade, what? So, jetzt kann's losgehen. Finde ich immer ein bisschen komisch, dass dann nicht einfach die Tür nicht aufgeht. Hallo. Have you got the dukes? I'll make the time. So, ich möchte erstmal Sachen verkaufen, weil ich habe noch nicht besonders viel Geld. Und das bisschen Kleinkram wird auch nicht für viel reichen. Aber ich schaue trotzdem, was sie hat. Oh, Minibike-Handlebars, das wäre es natürlich. Rampas Moonshine, Automatic Weapons Handbook, das brauche ich noch nicht. Aber Bücher will ich eigentlich alle haben. Magnum Enforcer brauche ich auch noch nicht. Lucky Looter Volume 7 wäre toll, aber von 1000 bin ich noch weit entfernt. Now that was a good deal. Ah, vielleicht. Trust me. Guck ich schon mal, was du. I'm a doctor. Buried Supplies. Das schadet vielleicht nichts. Clear Zombies. Das ist ein bisschen weiter weg. Nimm mal. You need some work? If you finish two more jobs this week, I will give you Employee of the Month. Employee of the Month. So, hier könnte ich theoretisch. Nimm mal noch so ein Böschen mit. Ja, vielleicht auch beide. Und leider kann ich hier diese Blaubeeren nicht mitnehmen. Okay, das heißt, ich muss, wenn ich meine Farm in Gang bringen will, dann brauche ich nicht nur noch einen Perkpoint, sondern ich brauche vor allem Pflanzen, aus denen ich Samen machen kann. Das wird die größte Herausforderung sein. Okay, hier haben sie was rausgeschlagen. Da setze ich mal kurz noch kurz rein. Das hier, das muss ich noch wegklopfen, weil ich dann von oben nicht sehen kann, wenn Zombies auf meine Garage kloppen. Und ich kann dieses Loch da oben nicht zumachen, das ist sehr ungünstig. Bisschen Bautätigkeit, sprich hier diese 5 Blocks reinsetzen, muss dann doch sein. Ja, wo könnte es noch was geben? Aber ich könnte vielleicht einfach mal Richtung Schatz laufen. Oh. Das ist natürlich wieder ganz woanders. Aber in der Ecke habe ich noch nichts aufgedeckt. Dann, achso, ich muss erst noch meine Pfeile holen, die ich in der Kiste da drüben vergessen habe. Aber es ist nicht weit. Und den restlichen Kram. Dieser Baum muss weg. Kein Zukunftskonzept. Die sind auch für schlechte Zeiten. Die bleiben auch hier. Gut. Dann kann es auch schon wieder losgehen. Und das will ich gleich mal. Oh.
Ich hab's noch kläffen hören. Ich hoffe sehr, dass der allein war. Das könnte zumindest meine Essensprobleme lösen. Okay, jetzt bin ich wach. Das ganz ohne Kaffee. Ja, Tier-Action hatte ich in dieser Folge echt schon richtig viel. Ich glaube, ich hatte eigentlich schon alles. Einschließlich Bär. Den zweiten Bären habe ich dann einfach nicht mehr mitgenommen. Da habe ich mich verdrückt, weil klar war so, dass was nicht geht, geht nicht. So, hier ist meine Festung für die Horde. Der Friedhof mit einem schönen Mäuerchen drumherum. Wahrscheinlich wäre es ganz schlau, ich würde schon mal anfangen, Putzbikes zu machen. Okay, hier habe ich ein bisschen Sachen, die ich mitnehmen will. Bleibt hier. Das kann alles mit. Und vor allem die Pfeile. Das kann ich auch noch verkaufen und das auch gut. Dann Urks. Schon wieder überladen. Und der muss auch noch repariert werden. Das ist meine wichtigste Waffe. Wenn der irgendwie versagt, dann... Oh. Entschuldigung, aber Postapokalypse. Und du warst hier, glaube ich, eh festgebackt. Also die Häschen sind in Seven Days to Die wirklich... Wir haben starke Selbstmordtendenzen. Das ist echt... tut mir auch immer ein bisschen leid. Stürzen sich auf jeden Spike, den man irgendwo hinstellt. Und das nehme ich auch mit. Wo ich schon hier und völlig überladen bin, ist auch schon egal. Und vielleicht wäre es auch ganz praktisch, ich würde mal in dieses POI gehen und das looten, weil da ganz viel Cobblestone und Zement drin ist. Und damit könnte ich wahrscheinlich relativ schnell an ziemlich viel Baumaterial kommen. Oh, mein Stamina. Gib mir einen Kaffee. Oh. Ich hab's gerade. Ja. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ah. Die halten ja doch einiges aus. Aber die Shotgun hat sich tatsächlich vorher als sehr... Ich wäre tot gewesen ohne die Shotgun. Oh. Vielleicht mal ganz kurz Ausschau halten. Ob da noch sehr viel mehr sind davon. Gut. Soweit zum Thema Essen. Immerhin, das ist kein Problem. Das ist ja schon mal was. 500. Oh, was? Achso, ich dachte gerade, er wäre despawned, aber er war einfach nur zu schwarz. Wenn da nochmal so viel Fleisch rausfällt, habe ich jetzt 70 Fleisch. Das ist cool. Bisschen mitgenommen bin ich auch, aber es geht. Dafür, dass ich zwei Wölfen begegnet bin, geht es mir sehr gut. Und dieses Winseln ist wirklich fantastisch. Ohne Winseln, glaube ich. Oh, diesen Boden hier nicht. Nee, scheint Holz zu sein. Nein, 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 ich wollte keine Zombies aufwecken. Ich kann kaum laufen. Ich will eigentlich nur... Was höre ich da drüben lärmen?
Will ich das wissen, bevor ich drin bin? Nein. So. Okay, das kommt zum Händler. Das und das. Daraus mache ich irgendwann. Das kann auch zum Händler. Samen, wenn es genug sind, das kann auch zum Händler. Den Rest könnte ich eigentlich gleich nach oben tragen. Außer dem Kram, den ich hier eh brauche. Baumaterial, ein Ei, Wasser zu essen. So. Das will ich verkaufen. Das will ich. Der Rest ist Crafting-Kram. Okay, bin ja weit gekommen mit meiner Quest bisher. Aber ich finde trotzdem ziemlich erfolgreich, weil, ja. Hatte ich nicht gesagt, ich brauche was zu essen? Und schon habe ich mehr, als ich tragen kann. So. Und Eier. Den Rest auch gleich hier so rein. Okay, damit kann ich tatsächlich, glaube ich, noch eine... Halt, wieder brauche ich dafür, glaube ich. So eine Pocket-Mod. Irgendwas fehlt. Sewing Kit. Cloth. Ah, immer noch nicht genug Cloth. Was passiert, wenn ich das... Scrappe. Cold Resist, Heat Resist. Nee, vielleicht will ich das doch nicht scrappen. Dann lasse ich die Sachen mal noch da. Kohle brauche ich nicht. Auch hier bleiben. Wasser für später. Knochen. So. Und den brauche ich im Moment auch nicht. Gut. Dann nehme ich mal Essen und Trinken mit und sehe mal zu, ob ich noch irgendwas tun kann heute. Was ist denn da hinten? Wahrscheinlich ein Nest. Hier sollte ich eigentlich springen können. Ich muss... Diese Richtung. 15.01 Uhr ist ein bisschen knapp. Aber vielleicht, je nachdem, wie viel Glück ich beim Buddeln habe, halt auch. Nee. Hammer brauche ich eigentlich nicht. Was ist das? Chicken! Also das Jagdglück ist mir wirklich hold. So, jetzt war ich noch an irgendwas vorbei. Ah, Auto und hier. Noch mehr Rotting Flesh. Man muss es wirklich einfach immer mitnehmen. Es hilft nichts. So eine große Farm wäre doch was. Okay, Duct Tape. Sehe ich mal zu, dass ich mich ein bisschen beeile. Oder auch nicht. Weil Punkte. Vielleicht schieße ich dir mal ins Gesicht. Fing ja doch plötzlich an zu rennen. Oh, da hinten ist noch ein Baumstumpf. Ja, sehr schön. 3 Schuss. Den... Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, schon echt mehrfach Honig gebraucht und habe... hätte auch nicht überlebt, glaube ich, wenn ich das... nee. Ach, noch ein Zombie. Bin immer leicht abgelenkt von diesem schönen blauen Himmel. Ja. War's schon. Gut, dann weiter.
weiter diese Richtung zum nächsten Zombie. Jetzt Atem holen. So ist es recht. Und weiter Richtung Buddelauftrag. Ist ja echt was geboten an Zombies hier auf dem Weg dahin. Wunderbar. Ah, hier sind wir. Gut, Erde brauche ich sowieso für die nächste Runde Cobblestone. Insofern ist das ganz praktisch. Die Aufträge haben halt unterschiedliche Vorteile. Die einen bringen mehr Punkte, weil man Zombies clearen muss. Und die anderen bringen Ressourcen, wenn man an der richtigen Stelle buddelt. Achso. Sand oder Erde. Ah, ich könnte natürlich auch einfach Cotton Plants mitnehmen, um mehr Plant Fibers zu kriegen. Nicht Plant Fibers. Stoff. La la la. 10 Blöcke muss ich wegschaufeln, bevor hier irgendwas kleiner wird. Das sind erst 3. Und dafür kann der Schatz jetzt auch mehr als 2 tief sein. Das ist ein bisschen doof. Aber man könnte ja auch einfach Glück haben. Nicht dieses Mal. Okay, aber dank Mother Lode springt da einiges bei raus. Vielleicht mal was essen. Und das Gras anschließend mal wegwerfen. Das könnte zeitlich echt knapp werden. Schaufel ist hops. Jetzt müssten es doch allmählich mal 10 sein, okay. Also nochmal 10. Kann ich auch einfach die unteren Blöcke wegschaufeln? Bringt mir dann zwar weniger Erde, aber spart vielleicht ein bisschen Zeit. Sieht so aus, als müsste ich ihn wirklich komplett ausbuddeln. Und dann ja auch noch die Zombies platt machen. Und wenn ich Pech habe, muss ich ihn auch noch aufhacken. Also, vielleicht wäre Clear Zombies doch der einfachere Auftrag gewesen. Okay. Okay. Ach. Natürlich. Dann versuche ich es wieder mit hier unten. Ja, wieder nach 8. Ganz schlecht. Ich habe einfach nicht genug Puste.
bisschen so aus, aber X. Ach, die Zeit. Es war halt ein bisschen einfacher, als man noch wusste, es ist zwei Block tief. Ah, nee, Das ist das in den... Da ist es tatsächlich. Okay, das heißt, ich brauche jetzt Stamina, eine geladene Waffe. Oops. So. Also. Die ist geladen. Die ist auch geladen. Das heißt, wie komme ich hier raus? Da komme ich raus. Stash. Oh. Oh, nein. Okay, das ist der erste. Scheint 3 zu sein, das geht ja noch. Hier. Da kommt noch einer. Oh, 5. Oh, scheiße. Gleich habe ich ein Problem. Möglichst viele von denen wegmachen. Oh. You are infected. Oh, das hat ja... Und ich habe... Was habe ich denn da für eine fiese Verletzung? Ach du Schande. Ich habe... einen sprained arm. Steht nicht, wie man das heilen kann. Ich fange mal an, die Infektion zu heilen. So... habe ich noch irgendwas, was ich... 3. Ich höre Zombies. Vielleicht nehme ich mir mal kurz die Zeit nachzuladen. Oh, verdammt. Bin mir nicht sicher, ob mich der schon gehört hat. Er ist halt leider genau auf meinem Kurs. Ja, geh nach rechts rüber. Geh nach rechts. Muss schnell meine Gesundheit hoch. Genau, sehr viel besser, weil sonst bin ich sofort tot, wenn ich ein paar Schläge abkriege. Oh, schon den nächsten. Uh-oh. Oh. Der lässt sich nicht mehr abwimmeln. La, la, la. 64 Gesundheit. Ja. Jetzt brauche ich was. Oh, ich habe einen Mega Crush.
Das ist doch... Und ich kann Blaubeersamen machen. So, jetzt geht das hier bedeutend schneller. Ah, sehr schön. La la la. Zum Glück habe ich eine Armverletzung. Bin mir nicht sicher, ob ich schneller bin als der Zombie. Aber ich versuch's. Oh, verdammt. Na. Ich glaube nicht, dass ich schneller bin als ein Wolf. Aber es schadet nichts, es zu versuchen. Nicht zu fassen, ich hab's geschafft. Wow. Okay. Schneller gewesen als Wölfe und Zombies. Puh. Ja. Schwein gehabt. Ja, irgendwie ist es sehr actionreich in dieser Runde, mit dem einzigen Unterschied, dass ich jetzt plötzlich wenigstens nicht mehr jedes Mal sterbe. Oh. So, erstmal schön alles nach Hause bringen. Ich habe nicht besonders viel Baumwolle mitgebracht. Naja. Das ist nicht so schlimm. Besser ist, dass ich das überlebt habe. 790 Erde, das ist super. Stone Sledgehammer brauche ich auch nicht. Das kann ich verscherbeln. Und das ist eine schöne Reserve. So. Gar nicht mal schlecht gelaufen, würde ich sagen. Gar nicht mal schlecht gelaufen. So, jetzt kann ich heilen. Wie sind das insgesamt hier punktemäßig? Ich habe noch einen, den ich an jeder Ecke eigentlich reinstecken möchte. Aber ich glaube, am dringendsten hätte ich gern Cardio. Mehr Stamina beim Rennen. Das ist doch super. Ich kann leider immer noch keine Samen machen. Aber vielleicht könnte ich noch mal einen Farmplot bauen. So, ja. Da habe ich ja jetzt auch genug. Genau. Oh, vier. Vier Stück. Voll super. Dann mache ich das mal, weil sobald ich dann Samen habe, kann ich die einfach direkt da reinstopfen. So, und das nächste, was ich gerne gucken würde, da fehlt mir natürlich auch wahrscheinlich einfach der entsprechende Skillpunkt ist. Sprained Arm. Slowing your weapon handling, reload and swing speeds. Oh, das ist natürlich Sinn nachts. This will take some time to heal. Ranged or power attacks will delay healing or even hurt you. Further critical hits may result in a broken arm. Gut, Der Wolf hat die Garage gefunden. Da drüben. Kriegen wir schon mal einen Pfeil rein. Oh, oder auch nicht. Oh. Mehrere gleich. Das hat nicht funktioniert. Aber das hat funktioniert. Ja, ich kann den natürlich jetzt auch nicht platt machen, weil der bestimmt gleich hier unten steht. Aber ich kann ihn schon mal ein bisschen beschädigen. Der ist nämlich ganz schön groß. Vier Pfeile sind schon drin. Das reicht nur hinten und vorne nicht. Der ist, glaube ich, ein großer. Fünf. Und er hat Freunde mitgebracht. Ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich an dich dran? Na. Zwei? Nee. Interessiert ihn gar nicht. Drei?
Das will ich jetzt nicht auf die nächste Folge verschieben, das will ich jetzt schon wissen. Hier. Ja, der große Haken ist, dass er hier noch so zwei Kumpels mitgebracht hat. Bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Crouchenderweise, den mir einzusammeln, ohne die anderen anzutriggern. Das geht. Okay, Fleisch ist kein Problem, solange ich so viel Stress mit Wölfen und ich weiß nicht was habe. Und immer genug Hühnchen finde. So, dann jetzt wieder schön hier mit nach oben. Denn an dieser Stelle möchte ich die Folge beenden, sonst wird es zu spät und der nächste Tag zu kurz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Und wie es mit den Wölfen weitergeht, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Und hier links läuft noch einer ins Bild. Okay, es verspricht, lustig zu werden. Bis dahin, tschüss.